Servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Resident Evil Village, unserem Söldnermodus. Ja, wir machen heute die Map Dorf 2. Wir haben ja schon die ersten Maps haben wir schon hinter uns gelassen. Die ersten vier, die waren ja noch alle relativ easy. Jetzt ändert sich das Ganze. Ihr habt es jetzt schon gesehen. Munition gibt es hier keine mehr zum Sammeln. Wir haben hier jetzt nur Geld bekommen. So eine einfache des Weiteren wird es jetzt ab sofort so sein, dass wir auch keine Flinten mehr kaufen können oder ein Scharfschützengewehr. Wir haben jetzt zur Auswahl hier die Lemmy, dann haben wir zur Auswahl die Wolfsbane und den Granatenwerfer und das war's schon. Des Weiteren müssen wir auch ein bisschen sparsam mit der Munition umgehen, mehr oder weniger, da es auch da Begrenzungen gibt. Was sich aber ein bisschen geändert hat, wir können jetzt, ich glaube, 100 Rohrbomben und 100 Minen kaufen. Also so viel hat der Duke zur Verfügung für uns. Im späteren Verlauf kann ich euch nur empfehlen, das Ganze auf jeden Fall zu kaufen. Denn es ist auch so, dass man bei der Wolfsbane keine Munition findet. Also man findet keine Magnum-Munition. Deswegen werden wir da später auch viel mit Rohrbomben arbeiten. Wir haben dann jede Menge Geld. Wenn mal die Wolfsbane leer geschossen ist, kann man die auch ruhig verkaufen beim Duke. Und hat dann nochmal ein bisschen Kohle. Ich glaube 10.000 bekommen wir dann dafür. Und ja, mit dem restlichen Geld kaufen wir uns dann ein paar Rohrbomben, ein paar Minen. Gerade so in den Kapiteln mit in der Fabrik 2. Die ist schon sehr hart, teilweise. Also da geht es jetzt richtig ab. Ja. Es ist auch so, dass die Combo-Anzeige, da habt ihr es jetzt gerade gesehen, die ist schon weg. Die ist auch schneller weg wie vorher. Ja, also da müsst ihr euch auch ein bisschen beeilen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die Combo muss nicht immer 100% am Laufen bleiben. Man kann es auch so schaffen. Ja, also uns bricht hier auch oft die Combo ab. Ja, dieser One hier macht jetzt wieder der Prebo. Bei dem ist es auch jetzt hier und da mal die Combo abgerissen. Dennoch haben wir das Ganze auf Rang S geschafft. Ja, darum geht es ja im Endeffekt. Und wie schon in den vorherigen Videos gesagt, es muss ja nicht immer alles zu 100% perfekt sein. Ja, wir machen das Ganze ja lediglich hier für die Trophies. Wer sich da ein bisschen schwer tut, wie gesagt, bleibt einfach dran, gibt nicht auf. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall super geile Perks direkt zu Anfang bekommen. Ihr habt es eben gesehen, Lichtgeschwindigkeiten, jetzt schon direkt flinke Ratte. Dadurch sind wir nochmal ein bisschen schneller. Und wie gesagt, wenn ihr euch da ein bisschen schwer tut, ihr dürft auf keinen Fall aufgeben, bleibt auf jeden Fall am Ball. Übt. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir sind da auch nicht die Besten drin. Aber was man halt gut bei dem Ganzen lernen kann, ist halt einfach so, prägt euch das Video ein bisschen ein, seht, wohin ihr laufen müsst, wann welche Gegner kommen. Es ist halt so, die Gegner sind immer geskriptet, ja. Also das heißt, die werden immer an den gleichen Stellen spawnen, sie werden immer an den gleichen Stellen sein. Und macht das dann immer Stückchen für Stückchen, merkt es euch, wo, wann, wie kommen sie. Wann muss ich zum Beispiel die Magnum auspacken? Zum Beispiel ist auch sehr wichtig später in der Fabrik. Da kommen halt die hart gepanzerten Gegner auch unter anderem. Und dass ihr da euch einfach genau merkt, wann muss ich die Wolfsbane auspacken? wann muss ich eine Rohrbombe nehmen, wenn ich da jetzt links oder rechts ums Eck gehe? Da kommt zum Beispiel ein übelst gepanzerter. Da lege ich schnell eine Mine oder schmeiße eine Rohrbombe oder so. Ja, also, wie gesagt, einfach am Ball bleiben, einfach dranbleiben. Und dann klappt das auch schon. Also wir haben das auch nicht direkt immer beim ersten Mal hinbekommen. Wir mussten auch ein bisschen üben. Wie gesagt, der Prebo und ich, wir machen das gemeinsam. Ich mache ein paar Maps, er macht ein paar Maps. Und er ist jetzt hier zum Beispiel am Spielen. Und ich bin halt so, ich kann mir sowas recht gut und schnell merken, wann, wie und wo die Gegner kommen. Was auch später, wie gesagt, in der Fabrik oder im Schloss 2 sehr hilfreich ist, dass ich ihm quasi immer sage, wie er läuft, ja, wo kommt der nächste Gegner, wann muss er die Wolfsbane auspacken. Das hat zwischen uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ja. Also, wenn ihr da vielleicht einen Kumpel habt oder so, wenn ihr schwer tut, zieht den einfach bei, ja, macht das gemeinsam, das macht sogar noch viel mehr Spaß. Es ist zwar jetzt hier kein Koop-Game, aber es macht einfach mehr Bock zu zweit.
Und bei uns hat das wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war quasi immer der Operator und er hat das Ganze hier durchgezogen. War schon sehr nice. Hier habe ich ihm noch gesagt, da, sammelt das ein. Und dann geht er rein. Ja. Und das hat wirklich gut funktioniert bis dahin. Also kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr da alleine seid, schnappt euch einen Kumpel, Alter, macht das zu zweit. Ja, habt ein bisschen Spaß dabei. So, hier gucken wir gerade, hier ist so ein kleines Tischchen. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Da könnt ihr immer gucken, wie viele Punkte braucht ihr, wie weit seid ihr. Dann könnt ihr euch auch immer ein bisschen orientieren. Wenn ihr da jetzt natürlich Bock habt, das Ganze auf SP oder SSP zu ballern, ja, dann haut einfach rein, Leute. Das ist gar kein Thema. Macht das, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, wir machen das Ganze hier nur für den Platin-Guide. Es ist eine der vielen Möglichkeiten, die wir euch hier einfach zeigen. Ja. Möglichkeiten gibt es hier jede Menge, das Ganze hier zu absolvieren. Die Videos sollen halt, wie gesagt, einfach dazu dienen, dass ihr einfach seht, wie laufe ich. Ja, wann kommen die Gegner und so weiter. Aha. So, hier haben wir jetzt schon die Lemmy komplett vollgepimpt. Danke für deine Treue. Na, wie gesagt, viel Möglichkeiten habt ihr nicht. Wer jetzt natürlich Bock auf den Granatwerfer hat zum Beispiel, ja, der kann sich doch gern, ja. Spart das Geld, holt euch den Granatwerfer, probiert es einfach mal aus. Wir persönlich halten von dem Granatwerfer nicht allzu viel. Wir haben uns dann, wie gesagt, im späteren Verlauf halt eher auf die Rohrbomben und auf die Minen konzentriert und haben die Wolfsbane mit dabei. Also ich persönlich muss auch sagen, ich fand den Granatwerfer jetzt zum Beispiel bei Dorf der Schatten in der Hauptstory auch nicht so wirklich gut. Hat auch jetzt nicht so viel Damage gemacht, selbst die normalen Gegner sind nach einem Schuss von dem Granatwerfer wieder aufgestanden. Von daher war ich jetzt nicht so der Fan von dem Ganzen. Der bringt eigentlich eher was auf den leichten Schwierigkeitsgrad, meiner Meinung nach. Aber das ist auch wieder Ansichtssache, ja. So, hier noch schön, wie gesagt, immer schön Zeit mitnehmen. Das ist vor allem jetzt bei den Maps hier auch sehr wichtig, da wir da viel weniger Zeit haben. Die Gegner brauchen länger, bis sie sterben. Da solltet ihr auf jeden Fall diese ganzen Zeitkugeln einsammeln, wenn möglich. So, wenn ihr da mal einen nicht nehmt, ist das auch nicht traumatisch. So, da mussten wir kurz warten, bis der Gegner da weg war. Der war zwar tot, aber hat uns noch nicht. Die Leiche hat uns quasi noch nicht durchgelassen. Mussten wir kurz warten, bis er sich aufgelöst hat. So, hier hat der Prebo jetzt eine Mine hingelegt. Ja, das hat ein bisschen Damage gemacht, ja. Und bei dem einen hat es auch, glaube ich, ein bisschen die Rüstung zerfetzt. So, bei dem da am Kopf zum Beispiel. Ja, also arbeitet auch ruhig mit Minen, mit Rohrbomben. Ja, da müsst ihr euch einfach ein bisschen, ja, den Weg freiräumen. Und ja, man muss auf jeden Fall sehr, sehr geduldig sein bei den Maps hier. Wenn es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Deswegen hat der Prebo das gemacht, dem seine Geduld ist da doch schon ein bisschen, ein bisschen besser wie meine. Ja, bin ich ganz ehrlich. Und ja, es liegt ihm auch einfach besser. Ja, also er spielt auch viel oder hat viel Call of Duty früher gespielt, Zombie-Modus und der ganze Kram. Ist jetzt halt nicht so mein Bereich, das ist halt eher sein Bereich, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja, ich mache halt eher so die Horror-Games, ja, und Survival-Games, sowas in der Richtung, ja. So ein bisschen gechillt und smooth. Ja, also jeder hat ja da so sein Genre, wie auch immer. Dem einen liegt halt Call of Duty besser, Shooter besser, der andere ballert lieber Tekken, ja, Kampfspiele oder sowas in der Richtung. Mortal Kombat. Und andere wiederum machen halt, so Horror-Games wie ich zum Beispiel, ja. Und jeder wie es mag, wie es am besten kann. Und deswegen machen wir das Ganze immer ein bisschen zu zweit. Und da gleicht sich das Ganze auf jeden Fall aus. Also wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, ja, macht es einfach zu zweit, holt euch einen guten Kumpel, ja, holt euch auch einen besten Freund zur Seite, macht das Ganze mit dem.
Ja, bei uns ist es halt so, wir können das nicht immer komplett alles gemeinsam machen. Ja, zwecks Arbeit. Wir haben beide ja noch einen Hauptjob und einen kleinen Nebenjob. Bei der Prepo geht halt ein bisschen öfter arbeiten Hast du beim ein Auge Nebenjob drauf, was? aktuell. Und ja, übers Wochenende ist er meistens Anstellung dann von auch noch Waren. Was hat das außerhalb, für ja, Priorität? bei seiner Glaubst du mir Freundin, das? bei Familie. Da ist halt die Danke Zeit für immer deine sehr, sehr begrenzt. Treue. Deswegen, ja, sind wir da nicht so oft gemeinsam. Deswegen haben wir das Ganze jetzt hier nur so gegamed. Ich vertone das Ganze halt dementsprechend am Wochenende immer. Und unter der Woche treffen wir uns dann nach der Arbeit, machen ein paar, zwei oder so. Und ja, wenn dann sobald halt das Wochenende halt da ist und dann vertone ich das Ganze und ja, terminiere das Ganze bei YouTube, damit das auch wirklich jeden Tag ein Part hochgeladen wird. Ja, da muss man halt anfangs ein bisschen gucken. Ja, da ist die Zeit halt bei uns, wie gesagt, sehr begrenzt. Da ich halt, wie gesagt, bei YouTube noch kein Geld verdiene. Und aber ja, wie gesagt, mir macht das Ganze Spaß. Ich habe da Bock drauf. Und wie gesagt, es fühlt sich auch gut an, ein bisschen was für andere zu tun, ja, andere ein bisschen zu unterhalten. Vielleicht dem einen oder anderen auch zu helfen bei dem Weg zur Platin. Ja. Finde ich eigentlich ganz nice, macht echt Bock. Und würde das natürlich auch gerne weitermachen. Und hoffe natürlich, dass das Ganze euch auch immer ein bisschen gefällt. Bin da auch sehr, sehr dankbar über Feedback, ja, egal ob es positiv oder negativ ist, denn nur so kann man aus der ganzen Geschichte hier lernen und sich ein bisschen verbessern. So, da hat er kurz die Orientierung verloren. Weil da wollte er wieder raus, links wie in der Hauptstory, aber hier müssen wir durch das Fenster, glaube ich, war das. Genau, da müssen wir jetzt da durchs Fenster und dann rechts. Also ihr seht, da brecht die Kombo halt zwischendurch mal ab, ja. Aber dennoch ist das kein Problem, man kann es trotzdem schaffen. Es ist sogar möglich, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, zum Beispiel bei Fabrik 2. Da gibt es ja nur zwei Abschnitte, aber jede Menge Gegner in den Abschnitten. Ich glaube, beim Abschnitt 1 sind es, glaube ich, 64 Gegner. Wenn man da es schaffen sollte, eine richtig gute Kombo hinzulegen, hat man im ersten Abschnitt später schon so viele Punkte, wenn man auch alles an Geld eingesammelt hat, dass man quasi schon nach dem ersten Abschnitt Rang S erreichen kann. Und wenn man dann zum Beispiel in Abschnitt 2 dann stirbt, ist das gar nicht schlimm, denn der Rang S bleibt trotzdem bestehen. Ja, wenn man, aber dafür muss man mindestens mal, ja, ich sag mal, eine Kombo von, ja, über 40 muss man schon hinlegen. Damit man auch gute Punkte bekommt. Ich habe das halt zufällig mal bei einem anderen YouTuber gesehen. Habe ich mir mal angeschaut, wie der das so ein bisschen macht. Und er fand das richtig nice, wie der das gemacht hat. Der war da wirklich gut drin. Und ja, der hat den ersten Abschnitt in Fabrik 2, hat er, glaube ich, über 40er Combo gehabt. Und irgendwann ist er abgebrochen. war aber, wie gesagt, ein Schirm. Der hatte so viele Punkte, dass es schon gereicht hat für Rang S. Also man brauchte quasi den zweiten Abschnitt nicht. Natürlich hat er ihn weitergeballert, der hat das wirklich auf SSP-Rang gemacht. Und aber nur mal einfach so als Info für die Leute, die sich schwer tun, wenn ihr den ersten Abschnitt wirklich eine gute Kombo hinlegt und genügend Punkte habt, reicht das schon fast aus für Rang S, so dass ihr im zweiten Abschnitt, ja, wenn es passieren sollte und ihr sterbt, braucht ihr euch da keine Gedanken zu machen, der Rang S wäre dann dennoch sicher. Ja. Weil man braucht auch hier bei den zweiten Teilen der Maps auch nicht mehr so viele Punkte wie beim ersten Mal. Ja, also beim ersten Mal hat man ja, glaube ich, teilweise bei Schloss oder so 1,4 Millionen Punkte gebraucht oder sowas in der Richtung. Dies braucht man ja zum Beispiel nicht mehr, ne? Also da ist es meistens nur die Hälfte oder so. Also da ist schon viel, viel machbar bei dem Ganzen. Es gibt so viele Wege. So, jetzt hat er das Ganze hier gleich schon beendet. Dann ist Dorf 2 beendet auf Rang S. Somit ist das Video hier auch an der Stelle beendet. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns natürlich auf der nächsten Map wieder. Und zwar in Schloss 2. Bis dahin, macht's gut und Servus.